Workshop vorrangig für Seniorinnen. Und Ziel ist einfach, dass die Seniorinnen ein bisschen sicherer am E-Bike werden und ja, um einfach Unfälle zu vermeiden und ihnen einfach ein bisschen mehr Sicherheit am Fahrrad zu geben. Also mein Name ist Richard Hayung. Ich mache dieses Radtraining in Zusammenarbeit mit dem Klimabündnis Salzburg und werde von Bildungswerken oder so wie heute von der Sportunion beauftragt, um das Radtraining durchzuführen. Das dauert in etwa 3 Stunden und da werden diese Grundbasics wie Anfahren vom Rad, gewisse Sicherheit, Kurventechnik werden geübt und das Ziel ist einfach das, eine gewisse Praxis wieder am Rad zu bekommen. Ich habe mir gedacht, ich mache da heute mit. Ich habe es ja in der SN gelesen. Das ist ja super, dass ihr das publiziert habt. Und ja, ich habe mein altes Radl, ich habe angefangen mit Rennradl und Mountainbike und habe die eigentlich gut in den Griff gehabt. Und mein jetziges E-Bike ist halt doch sehr, sehr schwer und ich habe das Gefühl, mit dem Händeln tue ich mich ein bisschen ja, schwer. Eben. Wie oft fahren Sie Fahrrad oder halt E-Bike? Jeden Tag oder jeden zweiten oder zum Einkaufen? Ja, also ich versuche schon beim schönen Wetter, wenn es nicht gerade Schusterbuben rennt, dann fahre ich mit dem E-Bike auch einkaufen. Ich bin der Werner Hofstädter und wollte halt schauen, ob ich noch irgendetwas verbessern kann. Wie lange fahren Sie schon E-Bike? Ja, 7 Jahre. Und bringt Ihnen der Kurs was? Haben Sie jetzt schon was mitnehmen können? Ja, schon, ist ganz interessant. Also man lernt schon ein bisschen wieder was dazu, ja. Ja, also ich glaube, wichtig ist gerade für Seniorinnen, dass sie sich nicht überanstrengen. Das E-Bike gibt ihnen natürlich die Möglichkeit, einfach ein bisschen mobiler zu sein und weitere Strecken auch zu absolvieren. Trotzdem sollte man gerade beim E-Bike-Fahren darauf achten, dass man nicht die Geschwindigkeit vielleicht überschätzt oder sich generell überschätzt. Und ich glaube, das ist fast der wichtigste Tipp.